Für mich klingt das ja alles immer mehr nach Kontrolle und Überwachung. Kann das sein, dass so etwas das große Ziel hinter solchen Maßnahmen ist? Ich denke mal, dass sich letztendlich die Bürger darüber klar werden müssen, dass man in Europa das Wohneigentum quasi, das Private, abschaffen will. Dass die Preise quasi einstürzen und letztlich überhaupt keiner mehr eine Immobilie haben will. Und wenn dann im Prinzip die großen Philanthropkapitalisten aus USA zum Beispiel die Objekte dann billig abgreifen, und dann rechne ich damit, dass man danach diese Auflagen wieder zurücknimmt. Und damit ist für diese Zielgruppe Ultrareiche, für die die Politik aus meiner Sicht tatsächlich arbeitet, wieder einmal eine absurde Rendite oder ein regelrechter Coup gelungen. Wir sollten erkennen, dass die Lobbyisten hinter den Kulissen die Politik gestalten. Und dafür hält man sich ja aus meiner Sicht auch eine gewisse politische Kaste. Ich meine, das klingt so nach wirklicher Verschwörung, aber wir sehen ja, wie man sie dann nach Davos zum Beispiel einlädt, wo sie dann neue Marschbefehle offenbar erhalten. Anders ist es für mich nicht erklärbar. Wir sehen ja immer nach einer solchen WEF-Sitzung kommen dann wieder ganz neue Dinge dann zustande, wie solche Gesetzesvorschläge. Und die Bürger sind dann die Leidtragenden. Denn wenn solche Gesetze dann rauskommen, dann werden intakte Infrastrukturen von bestehenden Heizungen zum Beispiel sogar verschrottet. Ob das umweltschonend ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber solange man diese Sichtweise pauschal als Verschwörungstheorie abtut, wie ich sie hier dargestellt habe, obwohl sie zum größten Teil immer wieder zur Realität werden, wird das System ihre Lemminge bzw. ihre Bürger weiter hinter das Licht führen. Ja, und so wie das Öl sanktioniert wird und das Gas auch, so soll es auch schon bald keine Öl- und Gasheizungen mehr geben. Das sagt nämlich Robert Habeck. Darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen, denn da wird ja eine ganze Menge Ärger laut. Es gibt jetzt Shitstorms für Grüne nach Äußerung dieser Idee für das Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024. Wie ist denn die Lage? Hast du dir das mal angesehen? Ja, natürlich muss man sich ja ansehen. Und diese Diskussion ist aus meiner Sicht ein ziemliches Ablenkungsmanöver erst einmal. Denn es geht hier um einen Entwurf. Also nicht um ein Gesetz, aber man sieht hier den Trend in eine Richtung. Da gilt es dann ein bisschen genauer hinzusehen, nämlich. Ja, ich will ganz kurz noch mal fragen, wenn du sagst, es geht ja nur um einen Entwurf, ist es denn nicht wichtig, den Anfängen zu wehren, also schon auch gegen einen solchen Entwurf auf die Barrikaden zu gehen? Das wäre es schon, aber wir haben natürlich Erfahrungen. Denken wir an das Aus der Verbrennermotoren. Da hat man gewartet, bis das Gesetz durch war und hat dann geschimpft. Und man hat im Vorfeld dieses ganze Theater medial gar nicht wahrgenommen. Wenn hier also dieses Theater medial dermaßen hochgepusht wird, dann gehe ich davon aus, hat das Ganze wiederum System. Aus diesem Grunde bin ich da eher kritisch. Also man sieht hier den Trend, der geht in eine Richtung aus meiner Sicht, nämlich das Wohneigentum so teuer zu machen, dass es sich selbst Gutverdienende einfach nicht mehr leisten können. Und darum geht es aus meiner Sicht. Diese ganzen Auflagen wie neue Heizungen oder teure Dämmvorschriften und so weiter sind da eine ziemlich deutliche Sprache. Dazu braucht man ja dieses sogenannte anthropogene Klimanarrativ. Und jetzt will Habeck also ab 2024 Öl- und Gasheizungen verbieten. Das geht aus diesem Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums hervor. Demnach soll also ab dem kommenden Jahr sollen alle neuen Heizungen zu 65% aus erneuerbaren Energien die Wärme herstellen. Faktisch bedeutet das, dass die Pläne das Aus für Öl- und Gasheizungen eben halt mit sich bringen. Und wie ist es jetzt bei den, also das gilt ja für neue Anlagen, wie ist es denn bei den bestehenden Heizungsanlagen? Müssen denn die auch zeitnah ausgewechselt werden und wer soll das bezahlen? Naja, was sie wollen und was sie dann nachher machen, sind immer zweierlei. Notfalls wurstelt man die Gesetze eben um. Da haben wir ja Erfahrung mit. Man hält sich ja einfach nicht mehr an Recht und Gesetz. Das ist ja das Problem, dass viele Menschen nicht mehr kalkulieren können. Also nach diesem Entwurf ist es so, dass im ersten Schritt nur neue Öl- und Gasheizungen untersagt werden sollen. Alte Heizungen sollen weiter noch maximal 30 Jahre laufen, bis 2045 steht da, aber
Die Frage ist, was kommt dann wirklich? Die Erfahrung zeigt, dass die Aussagen in den Gesetzen einfach willkürlich immer wieder geändert werden. Geht eine Öl- oder Gasheizung, eine bestehende, aber kaputt, dann sollen die Eigentümer 3 Jahre Zeit haben, um dann auf sogenannte erneuerbare Energien umzustellen. Dazu gehören dann Wärmepumpen, nach bisherigem Muster zumindest Solarthermieanlagen, Holz oder Pellets, wobei man die ja intern auch schon wieder eben halt als CO2-Schleudern bezeichnet, und Biomasse und Biogas. Naja, und die Fernwärme natürlich. Also, und ab 2025 sollen alle Heizungen mit dem Bürgerüberwachungssystem Smart Meter ausgestattet sein. Damit will man ganz offiziell den Verbrauch senken. Was sagst du denn dazu? Naja, der Wahnsinn der Bevormundung der Menschen geht eben halt seinen Lauf. Mit Demokratie hat das alles überhaupt nichts zu tun, sondern das sind autokratische Diktate. Letztendlich dienen diese Smart Meter vor allem der Möglichkeit, den Bürgern bei Bedarf die Heizung zentral abzustellen. Grund findet man dafür immer und den kann die Politik dann irgendwie vorgeben. Und damit kann man die Menschen natürlich auch mürbe machen. Also wenn der Bürger nämlich dann friert oder es sogar soll, dann kann man auch viel schneller mal bestimmte Entscheidungen durchsetzen. Es ist wirklich sehr wichtig, dass man die Augen offen behält, was gibt es hier an Veränderungen im Land? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich noch vorbereiten? Was kann ich noch tun, um aus solchen Schrauben und Zwangsmaßnahmen herauszukommen? Also aktiv kann man im Moment ja offenbar wenig tun, außer Andreas, dass man schreibt, dass man diese Institutionen, die Ministerien anschreibt, auch die Länder, auch die Kommunen, um deutlich zu machen, wir machen das nicht mit, dass der Druck mehr oder weniger weiter wächst. Das ist genau der Punkt. Und zwar die Abgeordneten und alle, wie sie da sind, das ist wirklich wichtig. Die dort mürbe machen. Die meisten Menschen haben aufgegeben und sagen, ob ich da was schreibe oder nicht, es passiert sowieso nichts und haben aufgegeben. Und das ist falsch, weil es sind Menschen an den Rudern. Und je weniger man sie malträtiert mit der Unzufriedenheit, desto entspannter führen sie diese Nummer weiter durch. Und aus diesem Grund ist es ganz klar, immer wieder deutlich, übrigens nicht brutal, nicht mit Drohungen, nicht mit Beschimpfungen, sondern ehrlich und grausam, ganz klar die Situation auf ehrlich den Punkt. Ehrlich und grausam? Nee, ehrlich und nee. Ehrlich die grausame Situation der Realität quasi formulieren, um damit den Menschen ganz klar das Gefühl zu geben, ich hätte das verkürzt in einem Bruchstrich, das macht der Mathematiker ab und zu. Ja, das fand ich sehr intelligent. Hätte nur vielleicht in den falschen Hals kommen können. Du weißt ja, wie schwierig das ist und gefährlich es werden kann. Am Beispiel Oliver Janich sieht man, wie schnell dann Angriffe kommen, weil unterstellt wird, man ruft auf zu grausamen Dingen.